Und jetzt sagt das noch ein bisschen lauter. Ich bin eins mit der Macht, die Macht ist mit mir. Ich bin eins mit der Macht, die Macht ist mit mir. So, willkommen zurück zu Let's Play Horizon Zero Dawn. Wieder immer noch bei Mutterherz. Nein, das ist gar nicht Mutterherz. Das ist Mutters Wacht. Wie geht's eigentlich, Mutterherz? Da würde ich jetzt zu gerne mal hingucken. Ist mir zu weit weg. Lassen wir das. Wir gehen. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Wie viele Schritte sind denn das noch? Moment. Ich gucke mal auf die Karte. Wir müssen ziemlich weit in den Norden. Aber das ist gar nicht so verkehrt. Das ist mein Fettacko. What? Oh. Moment. Mir fällt auch gerade auf, ich habe hier immer noch dieses AFK-Symbol. So, jetzt nicht mehr. Warum habe ich denn dieses Ding hier nicht? Na gut. Dann wollen wir mal eben schnell reisen. Wir haben ja noch ein bisschen was davon. Viel Spaß mit dieser wunderschönen Sequenz. Ach Mensch, ist das herrlich. Habt ihr nicht genauso viel Spaß wie ich an diesen wundervollen Ladesequenzen? Die sind immer so aufheiternd, finde ich. Mit dieser wunderschönen roten Farbe. Die macht gleich viel fröhlicher. Und diesen wunderschönen Tipps. Perfektioniere dein Können als Maschinenjägerin in Jagdgebieten. Wenn die Prüfungen in Jagdgebieten erfolgreich abschließen. Ey, ich war noch nicht fertig. Räume verdorbenen Ton, um Gebiete sicherer zu machen. Okay. Ach ja, das haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Wir waren auch schon länger nicht mehr in einer Brutstätte. Obwohl wir da auch noch eine offen hätten. Aber, wisst ihr, was mega bombastisch gut ist? Da, wo wir jetzt hingehen, gibt es die fünfte und letzte Energiezelle. Haha, ich habe mich nämlich schlau gemacht. Sobald du ein Banditenlager geräumt hast, werden ein Händler und ein Schnellreisepunkt verfügbar. Oh, das ist gut zu wissen. Für den Fall, dass ich einen Händler und Schnellreisepunkte brauche. Ja, das mit dem Alarm haben wir schon oft probiert. Hat nicht funktioniert. Also, funktioniert bestimmt. Bei anderen. Ich selber bin dann eher so schlecht. Irgendwas grunzt hier. Ach, ein Schweinchen. War der Attentäter wirklich ein Osselram? Verräterischer Abschau. Sag mal, Leute, lebt ihr irgendwie hinter dem Mond oder so? Das ist doch schon viel zu lange her mit den Attentätern und so. Mann, Mann. Ob ich hier. Wisst ihr was? Let's enter the danger zone. Nutzen wir das diese Abkürzung. Vielleicht noch bereuen. Bestimmt. Enter the danger zone. Wir gehen hier jetzt einfach diesen Berg runter und keine Ahnung, was das hier ist. Kann ich da drauf? Ja, ich komme hier auf Dächer. Ich muss nur gucken, wo geht's denn hier wieder weiter? Wasser. Wasser, okay. Probier's mal mit Daman. Aloy, geht's dir gut? Scheinbar nicht. Ja. Ich mag die Ladesequenzen, deswegen dachte ich, es wird mal Zeit für eine zweite. Man braucht mehrere davon in einer Aufnahme. Shit. Die Osseram sind diesmal zu weit gegangen. Ach komm, laber mich doch nicht so von der Seite zu, du mit deinen Osseram. Du hast doch gar keine Ahnung, was du da laberst. Wir haben hier auch nette Osseram gefunden. Zum Beispiel Olin. Olin war ein sehr netter. Der war zwar ein bisschen besoffen und hat immer nach Alkohol gestunken, aber er war nett. Und wir konnten seine Schwester finden und retten. Ach nee, stopp. Wir haben ihn nicht gerettet, sie ist gestorben. Damn. Naja, gut. Ne, man kann ja nicht immer alles haben. So, ja, wir müssen, wie gesagt, hier hoch. Am besten wäre es, wenn wir uns diesen Punkt hier noch aneignen. Ich rufe mir mal mein treues Reittier. Komm her hier, komm, komm. Ich habe dir noch nicht mal einen Namen gegeben. Achso, du bist ja auch immer ein anderes. Höp, ich will auf dich drauf. Nein, nicht dann. Das ist Klippe. Du weißt doch, Klippe runterfallen tut weh. Auch wenn du ein Roboter bist. Wie lang jetzt? Okay, wie lang? Ja, hätte ich jetzt eine Schnellreisefunktion an der Stelle, wo wir hinwollen, dann wäre ja auch alles viel, viel angenehmer.
Oh nee. Da sind schon wieder Vögel. Ich mag diese Vögel nicht. Ja, ist okay. Hab's verstanden. Du bist kacke. Ich mag dich nicht. Ich mag dich nicht. Bleib doch einfach weg. Ja, natürlich. Du bist unter hier durchgeritten. Okay. Jetzt haben wir zumindest diesen Schnellreisepunkt. Und jetzt reisen wir mal schnell weiter. Ne? Schön, dann wieder das Eis. So, runter donnern. So. Wir haben hier ein Lager entdeckt. Ist das ein gutes Lager oder ist das ein schlechtes Lager? Das sieht nach einem guten Lager aus. So, einmal kurz die Notbremse ziehen. So, wir müssen hier hoch. Wo geht's denn am einfachsten hoch? Aha. Da lang. Na gut, holen wir uns erstmal hier den Fetten da. Komme ich hier runter, ohne dass ich sterbe? Weiß ich nicht. Gehen wir. Okay. Tier weigert sich. Tier hat keinen Bock. Wenn Tier keinen Bock, dann machen wir die zumindest mal schnell. So. Hat fein auf mich gewartet und stolz auf dich. Weiter geht's. Hot. Oh, nee, das sieht nicht gut aus. Obwohl, eigentlich müssten wir ja daran vorbei, ne? Ja, wir müssen daran vorbei. Was haben wir denn hier noch? Ah, hier ist so viel Kleinkram, so billiger Kleinkram. Die one-shotten wir wahrscheinlich sogar schon. Hui, ja, hui. Du bist so fröhlich unterwegs. Und das freut mich. Aber ich sehe hier gerade Grünzeug zum Sammeln. Das will ich natürlich auch gesammelt haben. Na komm. Sammeln, habe ich gesagt. Gut. Wir versuchen mal hier noch mehr Grünzeug zusammenzukriegen und zu dem Langhals zu kommen. Okay. Irgendwas hat mich da gerade eben gesehen. Meinetwegen. Jetzt ist es schon wieder weg. So, irgendwo hier muss noch ein Langhals rumgeistern. Na, noch weiter. Ich laufe mal lieber außerhalb der Wege. Bevor mich hier irgendwelche bösen Tierchen überraschen. Wobei ich wieder fast glaube, dass hier irgendwo wieder so ein hässlicher Vogel durch die Gegend flattert und der Meinung ist, mir das Leben zur Hölle zu machen. Die suchen mich. Wer denn? Da ist doch gar keiner. Bleib doch geschmeidig. Aloy. Du weißt, wie das geht. Oder soll ich dich jetzt mittlerweile Dr. Sobek nennen? So wie die KI. Okay. Vielleicht nur noch diesen Hügel hoch. Hier ist aber ganz schön warm. Kakteen. Könnte aber auch, wie heißt das andere hier? Wolfskraut. Gewächs sein oder so. So, wo kommt das Signal her? Aha. Von da. Das muss der Langhals sein, der das Signal sendet. Das ist der letzte Langhals. Das sieht mir so ein bisschen aus, als ob ich hier hochklettern könnte. Nee, das glitzert einfach nur. Spring auf den Rücken des Langhalses. Ja, das habe ich vor. Dafür muss ich nur wissen, wo genau der jetzt eigentlich hier rumläuft. Ich höre ihn zumindest schon mal. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Da liegt noch ein Wächter tot am Boden. Ein bisschen Heilkräuter. Irgendwo, das sieht gut aus. Da hinten sieht so nach einer Erhöhung aus. Da hinten rennt ein Häschen. Oder ist das ein Eichhörnchen? Das ist ein Häschen. Hasi, komm her hier. Komm, komm, Frühstück. Ein Signal. Irgendetwas sendet ein Signal aus. Hasenfleisch. Wir wissen, was es ist. Wir wissen aber nicht, wo es ist.
Kriegen auch gerade nicht geortet. Ich probier's mal hier so. Da ist er! Hallo, mein Freund. Okay, da unten ist irgendwie noch so ein, so eine Art Lager oder irgendwie sowas. So, sehr gut. Das war mal richtig schön runtergezappt. Wait. Das letzte Mal, als der Boden sich so komisch bewegt hat, kam da irgendwas aus dem Boden geschossen und wollte mich fressen. Also müssen wir schon mal ein bisschen aufpassen. Ist das hier ein... Ja. Ein Kultistenscherge? Also hier ist noch ein Kultistenlager. Das heißt aber auch, dass hier irgendwo noch Wächterdudes durch die Gegend laufen oder so ein Kram. Okay. Machen wir mal ein bisschen Alarm, wa? Hast du denn nichts Besseres zu tun? Okay, die suchen schon. Jetzt können wir mal gucken. Ja, sag ich doch. Da ist noch ein Verderber. Oh, hinter mir sind noch ganz viele. Na komm, lässt er sich blicken? Ich muss zum Kopf des Langhalses hochklettern. Ja, dafür brauchen wir aber erstmal freie Bahn, Mädel. Eclipse, was machen die hier? Keine Ahnung, aber ich glaube, die wollen nochmal so ein Signaldingens aufbauen. Ich hatte doch gerade eben hier noch einen Dude gesehen. Wo ist denn der jetzt auf einmal hin? Oh, ich dachte gerade, dass er hier Verderber-Dude unterwegs ist. Na komm. Dich nehme ich mal eben kurz mit. Es geht los. So, jetzt muss man eben schnell ein bisschen Kette geben. Weil er gleich mit Steinen nach mir schmeißen wird. Oh, du kommst nicht so weit. Oh, das tut mir aber leid. Ja, dann musst du leider noch ein paar Schüsse von mir abnehmen. Oh. Ach komm. Mach mal nicht solche Mätzchen hier. Wir wissen ganz genau, dass du kacken bist. Und dass du es nicht hinbekommst. So, versuch das jetzt oben. Das wäre witzig. Nee. Der rennt einfach irgendwo hin. Sehe ich da oben jetzt vielleicht einen? Naja, nicht so richtig. Und der Verderber-Dude ist auch irgendwie nicht so ganz da, wo ich ihn ganz gerne hätte. Was machen die denn hier eigentlich? Ich meine, die müssen doch irgendeine Mission haben. Stehen die doch nicht einfach nur so just for fun rum. Ich glaube, das hat schon einen tieferen Zweck, dass sie hier rumgeistern. Mal ein bisschen nach links und rechts gucken. Wenn der Verderber hier nochmal vorbeiwandern sollte, dann kann ich ihn nämlich gleich abschießen. Oh, ja, perfekt. Njop. Verderber hat Aufmerksamkeit, das ist gut. Wäre jetzt noch schön, wenn du dich auch noch bewegen würdest. Das würde mir die Sache noch ein bisschen angenehmer machen. Oh, wait. So verwirrt. Ja, super. Da kommt er. Hä? So, damit haben wir zumindest schon mal den schwierigeren Gegner besiegt.
Jetzt kann ich mich mal hier langsam an die Dudes pirschen. Oh, guck mal, der steht da so dermaßen auffällig in der Ecke rum. Den hole ich mir doch direkt. Ein bisschen Feingefühl. Yep. Also, wo ist der nächste? Da sind noch zwei. Sicherlich gleich noch irgendwo hohes Gras. Das ist hohes Gras. Schon wieder einen Langhals fangen. Wunderbar. So habe ich das gern. Wo kam der Schuss her? Hoppla. Das war ja mal irgendwie daneben. Macht aber nichts. Wow, 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 wow. Tritt man nicht auf mich drauf, Jungs. Jeez. So mal. Doof. Aber egal. Passt schon. Ich werde mir erstmal den Dicken hier drüben holen. Der sich hier einen auf mieser Dude macht. Fuck. Das war irgendwie nicht so der Schuss, den ich eigentlich wollte. Das war ein guter Schuss. Na gut. Planänderung. Okay. Bin schon wieder weg. Whoop. Whoop. Roll. Wow. Da kam ein Schuss an. Eppa. Da oben ist einer. Wir haben hier noch ein paar mehr. Aber jetzt nur erstmal ein bisschen Kraut. Ich glaube, da drüben, den kriege ich auch noch. Was? Ich bin für ihn zu weit. Dahinter hat noch einer. Die sind so, hey, was geht hier ab? Ich weiß nicht, wo die Schüsse herkommen. Irgendwas passiert hier. Ich weiß noch nicht so genau was. Alles legitim. Ihr seid auf den Kopf gefallen, das wissen wir aber schon länger. Ihr habt ja auch einen bescheuerten Anführer. Einer dümmer als der andere. Njo. So, nochmal hier. Aha. Das ist doch mal eine Nummer. Damit kann ich was anfangen. Jupp. Shit. Aber zum Glück ist mein Skill einigermaßen gut. Wie gesagt, einigermaßen. So. Drüben ist noch irgendwo einer. Wo versteckt sich der denn? Ah, sehe ich ihn. Na, das war ja mal ein Treffer. So, und da drüben macht noch einer einen auf Wachposten. Aha. I see ya. Okay, ich habe ihn getroffen, aber irgendwie nicht so, wie ich es ganz gerne hätte. Das ist doof. Hep. Schenkt mir keine Beachtung. Genau, ich bin gar nicht da. Ihr wisst gar nicht, wo ich bin. Du auch nicht. Whip. Ah, Moment, da hat mich tatsächlich mal jemand gesehen. Hep. So, mal gucken, was die sagen, wenn auf einmal ein Langhals bei denen vor der Tür steht. Dich schnapp ich beim Laufen irgendwie
wenn ich es mich traue. Und... Schuss. Fuck. Na gut. So, dich habe ich... So, habt ihr irgendwelche Tränke oder so dabei? Nö, irgendwie nicht so. Ärger. Da klaut die mir meinen Eistee. Da klaut die mir einfach meinen Eistee. Und trinkt den. So eine Freundin habe ich. Klaut mir meine Lebensgrundlage. Ist ja widerlich. Oh, der kommt näher. Ja. Oh, nice. Keine Ahnung, wie ich den jetzt erwischt habe, aber ich habe ihn. Moment, hinter mir kommt was. Na, sehe ich den Kopf? Ja, sehe ich. Hey, das war ein Treffer. Ja. Jetzt aber. Und Schuss. Und Schuss. Egal, dann habe ich ihn jetzt nicht am Kopf getroffen. Aber dich. Nein, dich habe ich gar nicht getroffen. Na gut. Okay. So, ich schieße mich hier mal einfach hier hin. Ah, das gefällt mir nicht. Er wandert doch hier wieder durch, oder? Ah, ne. Bin hier sicher. Warum sieht er mich? Ich darf doch gar nicht sehen. Uah. Weißt du was? Ist mir jetzt egal. Ich komme jetzt einfach zu dir. Wenn du nicht zu mir kommst, dann komme ich zu dir. Ich roll mich zu dir. Wenn ich hier vernünftig hochgerollt komme, ich komme hier nicht hochgerollt. Sehr gut. Ich bin hier wunderbar unterwegs. Nein, 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 nein. Lass mich in Ruhe damit. So, er hat keinen Plan, wo ich bin. Das Feuer ist gelöscht. Jetzt komme ich aber zu dir hoch. Röms. Fujikato! Ach, ein Todbringer-Gewehr. Okay. Hat irgendwie nicht so das... Bringt mir irgendwie nicht so das, was ich ganz gerne hätte. Aber das macht nichts. Ich habe hier noch genügend andere Leute, die ich noch looten kann. So, wen habe ich denn hier eigentlich noch? Hier sind nur noch ein paar Leute. So, wir haben... Sie ziehen weiter. Den einen. Okay. Kommst du nicht zu mir, komme ich zu dir. Ich mach das so wie mit den anderen. Auch wenn es jetzt Nacht ist, ist mir egal. So, wichtig ist nur, dass ich mich nicht wieder von dem Dicken hier zerstampfen lasse. Kann ich hier hochklettern? Leider nicht. Kann ich sicherlich hochjumpen irgendwie. Ein bisschen Glitch. Nein, keine Glitches. Das ist schlecht. Aber er sieht mich, er hört mich. Wäre auch komisch, wenn nicht. Aber was er sieht, sehe ich gleich auch irgendwie. So. Nee. So, habe ich jetzt irgendwas mit erreicht oder so? Das Lager scheint frei von Menschen zu sein. Sehr gut. Dann kann ich mich jetzt endlich um das kümmern, warum ich hier bin. Langbein. Da hinten spaziert er. Mein kleiner, dicker, fetter Freund. Und ich freue mich schon drauf, ein bisschen an dir rumspielen zu dürfen. Mit meinem kleinen Stock. Beweg dich mal schneller. Es wird ja gleich wieder Tag, bis du hier bist. Ich hoffe aber auch, dass wir überhaupt in einer Position sind, um an ihn ranzukommen. Aber das sehen wir ja gleich. Sehen wir hier was zum dran hochklettern? Nee, irgendwie nicht. Von der anderen Seite. Das
Podest ist von der anderen Seite. Wo haben wir denn hier noch auf der anderen Seite eine Erhöhung, wo er dran vorbeiläuft? Gucken wir mal. Menschen sollte es hier ja nicht mehr geben. Das wird mir bestimmt noch nützlich sein. Okay. Hier sieht nichts danach aus, wo ich an ihn hochklettern könnte oder hoch genug bin, um an ihn hochzuklettern. Ah, da oben ist auch noch das. Ich glaube, das ist die Erhöhung, die wir gesucht hätten, haben. Finden wir hier noch irgendwas? Nee. Aber ich glaube, wir haben die Erhöhung gefunden. Ich plündere nochmal die Dudes hier. Die bringen mir nochmal Heiltränke, das ist super. Und ein paar Scherben. Die kann ich dann gleich wieder für Kram ausgeben. Komme ich hier irgendwie hoch? Ich bin mir irgendwie nicht sicher. Und die Dinger bringen mir auch irgendwie nicht so viel. Oder einfach mal mit einem Sprung versuchen? Ich weiß es nicht. Nee, das funktioniert so nicht. Einfach mal einer Kanone hier hochspazieren. Hey, bleib auf der Kanone, Aloy. Bleib auf der Kanone. Die tut dir nichts. Noch nichts. Okay, kriegen wir das hin oder wird das wehtun? Ich glaube, das wird wehtun. Aber, oh Moment. Ja, okay, das hat wehgetan. Aber ich sehe erst jetzt, dass da solche Sprungdinger dran sind. Ich glaube, das könnte ich doch schaffen. Ey. Ich muss nur eine geeignete Stelle finden. Tatsächlich wäre es mir sogar lieber, wenn jetzt gerade Tag wäre. Ey, das sieht gut aus. Hier ist eine Stelle, die ist ziemlich hoch. Absolut kein Platz dafür. Aber es ist... Guck mal, da am Bein. Es wird zwar einmal im Kreis gelaufen, aber da am Bein hat er was. Was vielleicht funktionieren könnte. Oder sieht das nur so aus? Aber wenn die da hoch können, dann muss ich hier ja auch hoch können. Und ich müsste von hier aus auf den Kreis springen können. Das ist endlich eine Position. Eine vernünftige Position sogar. Ey, was haben wir denn hier? Hier liegt sogar noch irgendwas. Überbrücke den Langhals. Kultistenpläne. Aha. Das ist ja ein toller Plan. Achso, naja klar, wenn die hier so ein Ding haben, womit sie da drauf springen können, dann ist das auf jeden Fall ein guter Plan. Ich meine, was anderes wollen wir ja auch nicht machen. Aber der Punkt ist gut. Und sobald ich da oben drauf bin, habe ich glaube ich den letzten Langhals. Gibt es bestimmt ein Achievement für oder so. Muss ich nur leider ein bisschen warten, bis er hier wieder angekommen ist. Aber der bewegt sich halt eben echt ziemlich schnell für eine Maschine. Also, klar. Von hier aus müsste ich leicht auf den Langhals springen können. Ist ja auch groß genug, um da drauf zu springen. So. Langsam mal ein bisschen die Finger lockern. Dann hoffen wir, dass wir den richtigen Moment abpassen, um auf den guten hier drauf zu kommen.
Ja, okay, das ist safe. Das ist absolut safe. Okay, jetzt muss ich nur noch zum Kopf hoch. Ja, das kriegen wir jetzt wohl ohne Probleme hin, würde ich sagen. Mal gucken, wo hier die Tricks sind. Okay, nochmal hier rüber. Und dann da entlang. Und jetzt hier hoch. Ah, ich kann hier auch einfach draufstehen. Und yay, Langhals. Überbrückt dich. So. Damit haben wir auch alles an Karten offen. Die gesamte Map steht uns zur Verfügung. Und oh yeah. Jetzt sehen wir auch, wo wir hin müssen. Das heißt, wir können uns hier direkt fallen lassen. Hep. Ich glaube, das erste Mal, als ich dieses Spiel gespielt habe, hatte ich gedacht, meine Güte, der ruft jetzt Verstärkung oder so. Hat aber gar nicht. Das hat mich sehr gefreut. So, da lang müssen wir. Und da lang gehen wir. Brauchen wir dafür unser Reittierchen? Ja, komm. Reittier, her mit dir. Zur Not hilfst du uns bei irgendwelchen Dingen. Hm. So, jetzt mal ein bisschen. Ja, okay, ich weiß, du bist nicht gerade sehr einfach, ich merke das. Aber das heißt nicht, dass du nicht willkommen bist. Wow, Moment. Hier ist noch Grünzeug. Ich habe hier wieder durch so viele doofe Aktionen Grünzeug verloren. Oh, das sind Schnappodile. Vor denen müssen wir ein bisschen aufpassen. Die sind gar nicht so ohne. So, und einmal kurz abspeichern und Gesundheit. So, Schnappodils haben wir. Dann machen wir mal hier weiter. Den Weg entlang. Hallo, Breitkopf, Typ, Viech. Nein, keine Sorge, ich will nichts von dir. Ich will gar nichts von dir. Yeah, Krokodile. Der Mond schimmert fröhlich über die Berge. Und hier vorne wäre noch eine Sidequest, wenn wir die annehmen möchten. Oh, Wildtier. Nom. Dankeschön. Was haben wir? Nein, ich will nicht mit dir reden. Danke. Was mich hier ein bisschen frage ist, warum wird mir eigentlich nicht angezeigt, wie weit das Ganze ist? Das wurde mir auch sonst immer angezeigt. Aber okay. Soll mich jetzt nicht weiter stören. Wir bewegen uns gerade immer weiter zum Ziel. Und auch gleichzeitig zur nächsten Energie. Zelle. Was haben wir denn hier für Dudes überhaupt? Stürmer. Ja, gut, okay, die können nix. Ein Vogel. Das wird mir noch weiterhelfen. So, wichtig ist jetzt nur, dass wir die nicht direkt angreifen, sondern wir dieses kleine Bächlein hier hochhüpfen. Und vielleicht irgendwie auf diese Art und Weise den richtigen Weg einschlagen. I'm not sure. Haben wir hier irgendwo
Ja, da oben ist tatsächlich noch eine... Wie heißt das? Ein Feuer, ein Lagerfeuer. Wortfindungsstörung. Ich muss hier versuchen, in dieser Dunkelheit klarzukommen. Ich glaube, das ist für euch nicht so dunkel wie für mich tatsächlich. Oh, hey, was haben wir denn hier Schönes? Protokoll, Daten beschädigen. Schön leise jetzt. Minimal. Jetzt bin ich mal gespannt. Diktat 1. Meine Beine tun weh. Ja, sehr schön. Freut mich sehr groß an. Meine Beine tun weh. Ich beuge mich andauernd runter, um sie zu massieren. Aber natürlich sind sie nicht da. Ich sage dir, es ist eine Sache von Phantomschmerzen zu hören, aber eine andere sie zu haben. Immer wenn ich in die leere Luft fasse, bin ich wieder im Bridgewater und der Nanodunst schält meine Beine Schicht für Schicht ab. Bis unser Medbot mich aus der Schusslinie zieht. Und ich fange an zu schreien, wie ich damals geschrien habe, an zwei Orten gleichzeitig, zwei Hälften. Aber die eine ist für immer weg, aufgelöst. Und durch die Wände der Krankenstation höre ich sie jubeln. Sie jubeln die MEB, weil sie uns den Arsch gerettet hat. Weil sie uns für unsere Evakuierung den Rücken frei hielt. Weil sie es geschafft hat, dass New York und nach einer Woche noch standhält. Hören Sie mich überhaupt schreien? Der Sergeant sagt, dass morgen die Prothese angepasst werden und ich dann so gut wie neu bin. Wir wissen beide, dass er lügt. Es wird nie wieder gut. So. War. War never changes. Okay, irgendwie müssen wir hier rüber. Ich plansch mal hier über den See. Und schön wäre es, wenn es mal langsam Tag werden würde. Ich habe nämlich eine sehr, sehr erschwerte Sicht. Kümmert euch einfach um eure Sachen. Genau. Ah, aber wir sind fast da. Dann mal hoch da. Und ein neues Lagerfeuer. Ah, jetzt wird mir auch endlich wieder angezeigt, wie viele Meter ich vom Ziel entfernt bin. Ah, eine Vorratskiste, als ob hier jemand auf mich gewartet hätte. So, einmal kurz gespeichert. Und einen kleinen Break für die Leute bei YouTube. Für die Leute bei Twitch geht es jetzt direkt weiter.